Heute 7:0, nach dem 1:0 war eigentlich fast das Spiel schon gelaufen. Ja, würde ich jetzt nicht so sehen, aber war auf jeden Fall eine Erlösung für uns, dass das erste Tor dann irgendwann gefallen ist, weil ja, wir am Anfang nicht so gut ins Spiel gefunden haben. Aber ja, dann nach dem 1:0 lief es für uns ganz gut, aber wenn man ehrlich ist, müssen wir hier eigentlich noch über 10 Tore machen. Ja, das war eigentlich meine zweite Frage. Trainer kann nur sagen heute, ihr habt zu wenig Tore gemacht. Ja, also natürlich ist er in erster Linie zufrieden, aber ja, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, dann war auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Tore drin. Aber wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Die Vorbereitung wird dann durch einen Stau irgendwo stressig. Wie stressig ist das für eine Mannschaft, wenn du da im Bus bist? Ja, wir haben uns da schon ein bisschen reingesteigert, sind ein bisschen unruhig geworden, weil wir ja dann schon über eine Stunde im Bus saßen, obwohl es eigentlich vielleicht 10 Minuten gewesen wären. Aber gut, wie gesagt, ich glaube, am Anfang hat man uns das noch ein bisschen angemerkt. Aber nach dem 1:0 haben wir das dann ablegen können und Gott sei Dank dann ein paar Töcher noch geschossen. Freiburg hat ja sehr gut angefangen in die Liga, auch mit einem Sieg in Bayern. Das habt euch wahrscheinlich riesig gefreut. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten unbedingt jetzt mal gegen München gewinnen. Zuvor haben wir mal einen Unentschieden geschafft, dass wir jetzt einen Sieg geholt haben. Ja, das war super für uns, auch wenn es nur ein 1:0 war. Aber ich denke, das haben wir uns da auf jeden Fall verdient. Und zu die Liga. Dieses Jahr mal die Latte ein bisschen höher und Platz 1 oder 2. Naja, so weit wollen wir noch nicht gehen. Wir haben da uns ehrlich gesagt noch nicht so ein bestimmtes Ziel gesetzt. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel hier unsere Siege einfahren und bisher klappt das ganz gut. Letzte Frage zur Nationalmannschaft. Ihr habt ja die Qualifikation für die WM angefangen, 6:6. Die EM ist vergessen, denke ich. Und es geht nun wirklich nach Richtung Frankreich. Ja, genau, so würde ich es auch sagen. EM ist abgehakt und wir konzentrieren uns jetzt auf die Qualifikation. Und genau, haben wir zum Glück 2 Siege einfahren können. Und ich denke, bald geht es ja schon wieder weiter. Ja, gegen Island. Genau, gegen Island. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Und ich hoffe, dass wir da auch anknüpfen können mit einem Sieg. Ja, okay. Und ich viel ganz viel Glück auch mit Freiburg. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, vielen Dank. Danke.